Ja, vielen Dank für diesen frenetischen, überfallartigen Applaus. Vielen Dank für diese nette, danke für diese nette Anmoderation. 30 Jahre Leibniz-Programm. Ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Veranstaltung für den humoristischen Teil sorgen darf. Mein Name ist Vinz Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin diplomierter Physiker. Ich habe vor 20 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich versuche in meinen Programmen, in meinen Vorträgen wissenschaftliche Themen humorvoll zu vermitteln und das ist bitter nötig, denn das naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist leider, man muss es sagen, katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja mehr als die Hälfte. Und das zeigt, auch in gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Ganz viele Spitzenpolitiker zum Beispiel sprechen ja sehr, sehr gerne von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Das klingt immer sehr großartig. Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung. Meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Gut, ich sage mal, eine hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht immer nur schlecht. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben sie dafür praktisch keinen Berufsverkehr. Ja, ich sehe, Sie haben Humor, eine Top-Voraussetzung für die nächsten Minuten. Und Humor, das ist ja auch ein Thema, den braucht man vor allem auch in der Forschung. Denn, das wissen wir alle, wer Forschung, wer Wissenschaft betreibt, der ist permanent mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen konfrontiert. Das fängt schon damit an, dass man die Ergebnisse, die man sich am Anfang erhofft, oftmals verwerfen muss. Es kommt oft anders, als man denkt. Albert Einstein hat dazu einen sehr, sehr schönen Satz gesagt: Wenn wir wüssten, was wir tun, wäre es keine Forschung. Gute Wissenschaft ist, das wurde schon gesagt, ist immer ergebnisoffen. Und das muss man erstmal aushalten. Vielleicht haben deswegen Wissenschaftler tendenziell so einen Hang zu einem fatalistischen Humor. Als ich zum ersten Mal in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen: Bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Der Leibniz-Preis, der steht für eine solche Ergebnisoffenheit, auch das wurde mehrfach betont. Hier werden Forscher für ihre Neugierde und eben nicht für spezielle, konkrete Ergebnisse ausgezeichnet. Man zeichnet Spitzenforscher aus in der Hoffnung, dass sie mit dem Preisgeld auf überraschende, auf nicht vorhersehbare Erkenntnisse kommen. Der Leibniz-Preis zeichnet also die wissenschaftliche Freiheit aus und das finde ich toll. Denn wenn man sich die Geschichte der Wissenschaft anguckt, dann sieht man oft, dass bei vielen großen Erkenntnissen der Zufall, die Unberechenbarkeit die Hand im Spiel hatte. Porzellan zum Beispiel wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Im Englischen gibt es einen sehr, sehr schönen Begriff dafür, Serendipity. Serendipity beschreibt die zufällige Beobachtung von etwas Nützlichem, nach dem man eigentlich ursprünglich nie gesucht hat. Das bekannteste Beispiel für Serendipity ist das Penicillin. Alexander Fleming experimentierte 1928 mit Staphylokokken und dabei hat er eine mit Pilzsporen verunreinigte Bakterienkultur aus Versehen ein paar Tage stehen lassen. Und der Schimmel, der sich dabei bildete, der war die Grundlage für das Penicillin. Im Grunde genommen ein Traum für jeden Medizinstudenten, einfach mal ein paar Tage die Küche verlottern lassen und dafür weltweiten Ruhm einstreichen. Überhaupt erscheinen uns in der Rückschau sehr, sehr viele erfolgreiche Entwicklungen als in sich logisch, total geplant und strategisch, wirklich strategisch geplant. Ja, aber eben nur in der Rückschau.
Hätten Sie vor 30 Jahren auf Apple gewettet? Oder wenn uns vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal in schicke Designerläden gehen und dort kleine Alu-Döschen mit Kaffeepulver drin für 3,50 Euro kaufen? Wir hätten doch alle gesagt, was für eine beknackte Idee. Warum machen wir das? Wir machen das, weil es bequem und so lecker ist. Quatsch, sagt meine Frau, weil vielleicht der George Clooney vorbeikommt. Aber genauso wie man in der freien Wirtschaft Entwicklungen immer mehr ökonomisieren möchte, genauso versucht man das in der Forschung auch. Man fördert gerne Projekte, deren Ergebnisse schon im Voraus feststehen. Aber die Zukunft ist eben nicht berechenbar und erst recht nicht von Experten. Sie kennen wahrscheinlich alle diese berühmten Sprüche, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt. IBM 1947. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers 1927. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus 1998. Die Zukunft ist nicht berechenbar und vieles, was wir heute wissen, ist vielleicht schon in wenigen Jahren widerlegt. Und genau das macht ja auch den Reiz der Wissenschaft aus, dass man nie sicher sein kann, ob das, was man herausgefunden hat, tatsächlich das Ende der Fahnenstange bedeutet. Wissenschaftliches Denken ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Grunde genommen schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie. In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn Sie zum Beispiel nur sagen, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn Sie nachgucken, sind Sie Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. Gut, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was machen ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig herauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Ich kann das Ding sogar abfackeln und danach die Verbrennungsprodukte auf Bier untersuchen. Das ist natürlich alles extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann zum Beispiel ein Esoteriker in 5 Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer. Das ist der Grund, weshalb es in der Wissenschaft kein absolut gesichertes Wissen gibt. So ein bisschen wie im normalen Leben auch. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird. Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Das Entscheidende an diesem Vorgehen ist, wissenschaftliches Denken ist ein ergebnisoffener, ein flexibler, ein selbstlernender Prozess. Wenn etwas funktioniert, wird es beibehalten, wenn nicht, nicht. Und das ist anscheinend ein sehr, sehr wirkungsvoller Ansatz, um Probleme in einer komplexen, per se unberechenbaren Welt zu lösen. Eine Herangehensweise, die sich von vielen Strategien in Wirtschaft und vor allem in der Politik unterscheidet. Dort macht man ja sehr, sehr gerne einen sehr großen Plan und zieht den dann bis zum Ende durch. Wenn der Berliner Senat vor 13,8 Milliarden Jahren mit der Durchführung des Urknalls beauftragt worden wäre, dann würden die heute noch über die Brandschutzverordnung diskutieren. Was ja auch was Sympathisches hat. Ich meine, wir Deutschen, wir gelten ja weltweit immer so als korrekt und als gründlich. Und mit diesem Berliner Flughafen, da wollen wir der Welt einfach nur zeigen, hey, wir Deutschen können auch locker. Wir wissen es alle, in Deutschland herrscht eine Kultur der Übervorsicht und teilweise auch der Überregulierung. Da pfercht man auf Bahnhöfen unschuldige Raucher in aufgemalte Quadrate.
um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nichtpinkler zu unterteilen. Wenn Sie in einem deutschen Finanzamt angeben, dass Sie Ihr Geld als Illusionist verdienen, dann müssen Sie 7% Umsatzsteuer abführen. Geben Sie dagegen an, Sie sind Zauberer, 19%. Ist wirklich wahr, ich habe da mal nachgefragt, da haben die mir erklärt, wissen Sie, Herr Ebert, Illusionisten sind diese Typen, die auf der Bühne Jungfrauen verschwinden lassen. Das ist unserer Auffassung nach eine künstlerische Tätigkeit, also 7% reduzierter Steuersatz. Zauberer dagegen lassen die Jungfrauen nicht verschwinden, sondern sie zersägen sie und das ist ganz klar eine handwerkliche Tätigkeit. Man lacht, aber genau diese Regelungswut macht ja vor der wissenschaftlichen Forschung keinesfalls Halt. Das wissen wir alle. Wir verbieten die Stammzellenforschung, die Gentechnik. Wir haben Angst vor Fracking, vor Kernenergie, vor Pestiziden, vor Elektrosmog. So eine Stimmung vor 500.000 Jahren und die Sache mit dem Feuer wäre bei uns nie genehmigt worden. Wir Deutschen sind zwar weltweit immer noch geschätzt für gute Wissenschaftler und vor allem für hervorragende Ingenieurskunst, aber die wichtigen Zukunftstechnologien finden zunehmend auch ohne uns statt. Bereits jetzt verlagern Biotech, Chemie, Pharma und Energiekonzerne ihre politisch korrekten Abteilungen ins Ausland. Mehr und mehr heimische Spitzenforscher kapitulieren vor der deutschen Skepsis gegenüber bestimmten Technologien und verlassen auf Nimmerwiedersehen das Land. Wer nur Risiken und Bedenken sieht, beraubt sich seiner Chancen. Und deswegen lautet mein Appell an die vielen Wissenschaftler hier, mischen Sie sich ein, verkriechen Sie sich nicht in Ihren Elfenbeinturm, gehen Sie raus, diskutieren Sie mit den Menschen und informieren Sie sie über Ihre Forschung. Denn wenn wir in Zukunft auch konkurrenzfähig und innovativ sein wollen, dann müssen wir ein Klima der Angst und der Bedenken überwinden. Wir müssen ein Klima der Neugier und der Kreativität schaffen. Das sind schließlich unsere absoluten Schlüsselqualifikationen von uns Menschen generell. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Und das hat die Welt innerhalb von kürzester Zeit komplett verändert. Ohne die Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht fernsehen. Der Mensch ist innovativ und erfindungsreich. Kein Wunder, denn 20% der gesamten Energiezufuhr gehen direkt in die Birne, ob wir wollen oder nicht. Und für die wirklich wichtigen Tätigkeiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Verdauung, Fortpflanzung reicht ihnen im Prinzip das Rückenmark. Warum also leistet sich die Evolution so eine unglaubliche Verschwendung? Weil wir Menschen sonst nichts anderes gut können. Praktisch jedes Lebewesen ist uns in irgendeiner Eigenschaft haushoch überlegen. Nehmen Sie zum Beispiel das Bärtierchen. Das Bärtierchen ist so ein klitzekleiner, wirbelloser Sandbewohner. Aber dieses Tier kann eine tausendfach höhere Röntgenstrahlung aushalten als wir Menschen. Unfassbar, oder? Was eigentlich ein Quatsch ist, als wirbelloses Tier musst du eh nie zum Röntgen. Hm? Und es gibt eine Tintenfischart. Da besitzt das Männchen einen Begattungsarm, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Wirklich, der schwimmt dann mit dem Samen alleine weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Ja, im Endeffekt eine super Sache, wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesliga-Start zusammenfällt. Und was können wir? Wir können nicht besonders gut hören oder riechen, sind kümmerlich behaart, haben keine Krallen, keine Reißzähne. Als wir vor 5 Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind, da hätte jeder McKinsey-Berater schon vor der Serienproduktion gesagt, aufrechter Gang, braucht kein Mensch. Aber trotzdem haben wir uns vermehrt wie die Karnickel. Wir haben Herden gebildet, haben das Rad, die Pockenschutzimpfung und schließlich sogar den elektrischen Fensterheber erfunden, weil wir nichts besonders gut können, außer denken. Das ist unsere evolutionäre Nische. Insofern bin ich immer wieder erstaunt, wieso so wenige Leute machen. Das ist natürlich hier und heute vollkommen anders. Hier werden Menschen ausgezeichnet, die ihr Gehirn auf herausragende Weise benutzt haben, die im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf frei sind
Und genau diese Freiheit im Denken müssen wir alle bewahren und fördern. Der Nobelpreisträger Erik Kandel hat dazu eine sehr erhellende Geschichte erzählt. Wenn er als Kind aus der Schule gekommen ist, dann wurde er von seinen Eltern nicht gefragt, was hast du heute gelernt? Er wurde gefragt, hast du heute eine gute Frage gestellt? Und genau darin liegt das Geheimnis eines guten Forschers. Und darin liegt auch das Geheimnis eines guten Bildungssystems generell. Ein gutes Bildungssystem bringt den Menschen weniger bei, was sie denken sollen, sondern wie sie denken sollen. Ein gutes Bildungssystem stellt Fragen und gibt keine vorformulierten Antworten. Und ein gutes Bildungssystem fördert zum Querdenken, zur Kreativität, zum freien Denken auf. Schönes Beispiel dafür ist kein Wissenschaftler, sondern ein Politiker, John F. Kennedy. Der trat 1961 vor sein Volk und sagte, innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Und 8 Jahre später haben die das gemacht, praktisch ohne Computertechnologie. Die hatten einfach nur das Ziel und den nötigen Freiraum, das zu tun. Und heute sitzen in Deutschland bei jedem Mini-Projekt 20 Controller und 50 Juristen, die jede mögliche Gefahr prüfen. Und eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt dafür, dass das alles politisch korrekt zugeht. Und so fliegst du eben nicht auf den Mond. So fliegst du noch nicht mal von Berlin irgendwo hin. In unserer ganzen Vollkasko-versicherten Lebensplanung vergessen wir oft, was die Voraussetzung für wirkliche Freude ist. Das Misslingen. Wie haben Sie Fahrradfahren gelernt? Indem Sie immer wieder hingeflogen sind. Wahre Freude erleben wir nur nach Anstrengungen, nach Grenzüberschreitung und nach dem Eingehen von Risiken. Und ich bin mir sicher, jeder Leibniz-Preisträger stimmt mir dazu. Innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Und natürlich können wir auf die Fresse fliegen. Na und? Schrammen sind sexy, Angstschweiß nie. Und deswegen nochmal mein Appell, nicht nur an die Wissenschaftler hier im Raum. Vertrauen Sie auf Ihre Fantasie und geben Sie dem Unberechenbaren eine Chance. Seien Sie mutig, aber überschätzen Sie sich nicht. Planen Sie, aber seien Sie sich bewusst, dass viele Entwicklungen dem Zufall unterworfen sein könnten. Verfolgen Sie konsequent Ihre Ziele, aber steigen Sie vom Pferd ab, wenn es tot ist. Und tun Sie ab und an mal was Ungeplantes, was Verrücktes. Lassen Sie den Freak aus sich heraus. Schenken Sie einem Gewerkschaftler einen FDP-Kugelschreiber. Putzen Sie Ihre Zähne morgens mit Elmex und abends mit Arunal. Schlafen Sie mit Ihrer eigenen Frau, einfach was Verrücktes tun. Aber das Wichtigste, denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Vielen Dank.